Herzlich willkommen zu einem neuen Waffenreview. Diesmal geht es um die Beretta AL-70 Red Dragon. Oder einfach nur abgekürzt Beretta Red Dragon. Naja, auf jeden Fall, was ich dazu sagen kann. Ich bereue es und ihr wahrscheinlich auch. Denn die Beretta, naja, eigentlich, ich spiele nicht gerne mit der Beretta. Ich muss ehrlich sein. Aber diese hat mich wirklich überzeugt. Ich weiß nicht warum. Es spielt sich anders mit der. Es spielt sich wirklich anders mit der. Zwar ist das mit dem Recall, naja, ich komme noch nicht wirklich drauf gut klar, aber es ist wirklich leicht zu hantieren mit der Beretta, denn irgendwie, man merkt richtig die Power von der Beretta, also ich auf jeden Fall, denn ich spiele eigentlich gar nicht mit der Beretta, sie ist wirklich kraftvoll, muss ich sagen, ich werde, naja, mit der normalen kann ich einfach nicht spielen, da ist diese Beretta ist einfach perfekt, die Beretta Red Dragon, ich meine, wirklich, ihr denkt sicherlich auch, ihr könnt nicht mit der Beretta spielen, oder eben halt, ihr könnt's, keine Ahnung, auf jeden Fall. Naja, ich kann's nicht wirklich. Ich muss ehrlich sein, ich hasse es eigentlich mit der Beretta zu spielen, aber diese hat mich einfach nur hart überzeugt. Ich meine, die hat mich wirklich vom Stuhl gehauen, wie leicht man damit Kills macht, wie leicht man damit die Gegner runterkriegt, wie leicht die Flame und QQ, naja, es laufen immer noch Hacker rum. Das finde ich ein bisschen schade, was auch natürlich an den Spielspaß an Crossfire auch schon wieder verliert. Aber es macht wirklich Spaß, mit dieser zu spielen. Das ist wirklich ein Privileg, damit zu spielen, denn die sieht man auch nicht alle Tage. Ich meine, hallo, das ist schon alleine hart, wie viel Power die hat. Naja, auf jeden Fall, ihr könnt sie leider nicht mehr bekommen. Diese gab es im Red Dragon Crate irgendwie, weiß ich nicht, das war im Januar oder sowas. Da gab es sie mit der Anaconda Red Dragon. Ich bereue es, dass ich nicht drauf gedreht habe, denn die Beretta ist die einzige Rifle. Die einzige Rifle, die über 35, also über 40 Munition hat. Naja, über 38 meine ich. M4 Gold hat ja, und AK Gold hat ja 38, aber die Beretta Red Dragon hat 40 zu 120 Munition. Bam, Junge. Tja. Das sind insgesamt 120, nee, 160 Kugeln, also das ist schon hart, denn Full to Empty Mag macht sie also eben halt, das Magazin habt ihr leer geschossen innerhalb 4 Sekunden. Reload Time ist sogar schneller als bei der normalen Beretta, die beträgt 2,2 Sekunden. Naja, aber diese Zehntelsekunden oder sowas, darauf achtet ja niemand. Ich zumindest nicht. Auf jeden Fall, von dem Punkt Damage her, auf jegliche Distanzen macht sie 100 Damage. Die Power ist genauso wie bei der normalen, also da hat sich nichts geändert. Ich musste nur eben halt nochmal nachschauen und mich hat das wirklich überzeugt, denn auf nähere Distanz macht sie auf den Fuß bis etwas weitere Distanz ungefähr 27 bis 29 Damage. Auf den Oberkörper macht sie an die 35 bis 38, manchmal sogar ein bisschen mehr, aber das ist nur selten. Ich weiß nicht, also das war ein bisschen ungenau. Auf jeden Fall, es macht einen Heidenspaß damit zu spielen. Es ist wirklich hart, wie schnell die Gegner sterben. Man kann wirklich gut durchsprayen, ist ein normales T, wie die meisten Waffen sprayen. Naja, auf weitere Distanz wird es schon wieder heikel, aber ich kann es euch trotzdem empfehlen, auf die normale zu drehen, da ihr jetzt diese schwer nur noch bekommen werdet. Auf jeden Fall, ich werde so viel drauf drehen, bis ich die gewinne, wenn es die nächste Mal nochmal gibt, denn 40 zu 120 Munition, ich meine, das ist echt hart. Ich beneide die Red Dragon haben. Das ist einfach nur hart. Ich bereue es total, dass ich nicht darauf gedreht habe. Vom Gewicht her wiegt sie genauso wie eine M4, also eine normale Rifle. Ich meine, ihr könnt doch zu Pistol wechseln, also so ist es nicht. Auf jeden Fall, ich kann sie euch nur empfehlen. Das ist eine wirklich schöne Waffe. Es ist schön anzusehen, wenn andere die haben. Nur was ich ein bisschen billig finde, ist und zwar, ihr kennt ja die Killstreaks. Rechts oben steht ja immer, der hat den getötet mit dieser und dieser Waffe. Und eben halt die Beretta ist ein bisschen billig gemacht. Also da ist einfach nur ein R hinten drin. Die hätten ein bisschen Farbe reinspielen sollen, wie bei der Christmas-Waffe oder sowas. Auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall die GP, also eben halt die für GP-Crates Beretta zu holen. Zwar ist sie nur halb so gut, muss ich sagen, aber es lohnt sich wirklich. Vielen Dank an Everything oder wie man das auch immer ausspricht. Ich hasse Englisch, besonders dieses TH, dieses THQ oder THQ. Nein, THQ ist ja eine Firma, sorry. TH hasse ich einfach nur Everything. Naja, vielen Dank an dir, dass ich dein Review nutzen durfte und ein Review machen durfte. Wenn ihr zum Beispiel einen Clan sucht, zum Beispiel, ihr könnt ruhig sein, join, oder eben halt für ihn. Ich mache jetzt einfach mal Werbung, Schleichwerbung. Und zwar Mandarin. Ihr könnt ja einfach mal vorbeischauen, sucht einfach mal bei Crossfire und wenn es sogar nicht in der Beschreibung steht, ich muss ihn nochmal darauf ansprechen und
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Anaconda Red Dragon oder sowas habt, dann meldet euch einfach mal, wenn ihr jetzt Limited Waffen habt. Und ich mache darüber gerne ein Review. Also, bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Teilt euren Freunden, liken, favorisieren und blablabla. Schönen Tag noch.